es geht jetzt bequem per Bahn auf. Ich bin jetzt da in Galdür, bin da durchgefahren, habe diesen Berg gesehen, diese Ballonspitze. Hab dann ein bisschen recherchiert und habe gehört, dass das Matterhorn da in Galdür ist. Der schaut einfach total schön aus. Deswegen habe ich mich jetzt in den Lift reingesetzt und mache kurz entschlossen einfach den Berg dazu. Ich starte da bei der Bergstation mit Birk Hahnbahn. Die ist auf 2050 und es geht da hinauf, auf die Ballonspitze. Das Matterhorn da von Galdür nennen sie es. Extrem geiler Berg, schaut echt spannend aus. So, da auf 2,90 circa, da zieht jetzt der ungesicherte, nicht markierte Weg. Weg. Da zieht sich gleich mal steil auf. Da hat sich gleich mal das Bein geschlossen. Oh, ist schon der Aufstieg so steil gewesen, weil es ja über die Skipisten aufgeht. Also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Steig bei Regen, wenn es nass war, absolut nichts ist. Das zieht jetzt da hinter Beine. Ja, das sind dann die Trittbügeln, die es ein bisschen zur Unterstützung gibt. Also für Kinder ein absolutes No-Go. Da sieht man schön den Klettersteig, der zieht da die Felsplatten auf. Super, super. Einblick in die Wand. Wahnsinn. Das Seil, wo ich umgekommen bin. Also da schwebst du schon mal über den Abgrund. Ich habe meine Nervenkitzel vor, da kommen wieder Klettersteige rauf. Ja, ich bin oben geschafft. Ein Megakreuz, ein extrem exponierter Gipfel.
Letzter schwierige Stiegel ist geschafft. Jetzt nur das letzte. Zwar steiler Stiegel, aber das ist weniger spektakulär. Juhu! Da sieht man, wie steil der oben zuläuft. Also das ist wirklich nur ein Felsbrocken oben. Geiler Berg.